Yo, yo, Leute, back to move. Heute an meiner linken Seite habe ich den Mazar. Mazar, woher kommst du? Erzähl doch mal ein bisschen von dir, woher du kommst, was du hier gerade machst, was du in Lissabon hier machst. Bist du hier wegen einem 450-Euro-Job? Machst du hier Urlaub oder was machst du hier? Ich mache hier Arbeit und Urlaub zu 2 im 1. Bin aus Darmstadt. Hab die letzten 9 Jahre war ich in Selbstständigkeit, hab eine Abwechslung gebraucht und bin jetzt hier. Ah, okay, das hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Was hast du denn für einen Migrationshintergrund, wenn wir dich das so öffentlich fragen dürfen? Ich bin in Deutschland aufgewachsen, Deutschland geboren und habe meine Ausbildung dort gemacht im Kauf und im Einzelhandel im Bereich Telekommunikation. Nachdem habe ich 2 Jahre gearbeitet und bin in die Selbstständigkeit. Okay. Als ein Kleinunternehmer. Okay, und wo hast du die Selbstständigkeit begonnen? Also sprich, als junger Kleinunternehmer, was hast du da gemacht? Also ich habe einen kleinen Telekommunikationsladen gehabt mit Handyreparaturen, Fachhandel, freien Fachhandel, O2, Telekom, Vodafone. Hab das die letzten 9 Jahre durchgezogen, 80% das Ganze alleine bewegt. Und irgendwann war es mir ein bisschen zu viel, auch teilweise mit den Angestellten, wo ich gesagt habe, ein bisschen Abschaltung, ein bisschen Änderung. Bevor ich hier war, da war ich in Spanien noch, in Kanada. Wo ich dann in Deutschland war, habe ich gesagt, da ich im März letztes Jahr in Portugal war, habe ich gesagt, ab geht's nach Portugal. Habe das Angebot von Teleperformance gesehen und habe nach Abwechslung gesucht. Ja, hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Also er hat auch schon mega krass viel Erfahrung gemacht, sprich er war in vielen Ländern. Ja, und jetzt ist er hier in Portugal, arbeitet auch für die Teleperformance und es macht dir Spaß hier, bist du zufrieden, mega korrekte Arbeit. Ist eine gute Abwechslung. Ja. Nicht mehr dieses dieser Selbstständigkeitsmodus, sondern er ist auch mal wieder Angestellter, hat auch mal wieder dieses Erlebnis als Angestellter zu arbeiten und macht dir auch Spaß. Also, ja, macht mir auch Spaß. Nebenbei mache ich hier auch noch meine Reparaturen. Habe eine kleine Instagram-Seite, Smart Repair Lissabon. Ah, okay. Und ab und zu habe ich meine Aufträge und die ziehe ich auch durch. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Seine Seite werden wir auf jeden Fall auch in der Instagram, in der YouTube-Bio und Instagram werden wir ihn verlinken, damit alle Bescheid wissen. Wenn mal was sein sollte, können wir uns bei ihm melden. Gerne. Ja, dann würde ich sagen, danke erstmal für das Video. Danke, danke. Wie gesagt, wir verlinken ihn. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich dann auch wieder sagen, peace out, stay move und haut rein, Leute. Peace out.